natürlich war da die erste Training ist immer eine einfache Training, ist Dauerlauf mit Ball. So normalerweise ist da dann die Intensität ist 60%, das sind einfache Übungen, aber das erste Mal ist gut. Und dann im Spiel haben wir nur 2 Ballberührungen gemacht. Weil das auch in einem großen Spiel, 8 gegen 8, 9 gegen 9, macht man nur 2 Ballberührungen, muss man viel Kombinationsspiel machen, viel laufen. Und dann ist auch wieder die Laufpensung 60-70%. Wenn man am ersten Tag zo veel Aktionen macht, normalerweise 1 gegen 1 muss man Aktionen machen, aber dann ist die Intensität zu hoch. So, aber ich war zufrieden mit dem Einsatz und ich war auch zufrieden mit dem Spiel, wie man flach gespielt hat. Natürlich macht man Fehler, aber dann sage ich, okay, stopp, machen wir das nächste Mal besser. Und nächstes Mal haben wir besser gemacht. So, schon nach einer Training bin ich ja, zufrieden. Ja. Besteht Hoffnung? Im Fußball ist immer Hoffnung. Fußball, alles ist möglich. Danke. Okay. Was kommt für die nächsten Tage aus? Morgen machen sie einen Laktattest, morgen früh. Und dann morgen Nachmittag haben wir eine normale Training. Und dann Mittwoch 2-mal, Donnerstag 2-mal, Freitag eine Training und Samstag haben wir ein Spiel. Sind? Das ist nicht so belastend, nein. Das ist normal, das ist in jedem Verein ist das so. Ideal ist natürlich, dass alle Spieler schon da sind, aber wir haben so mit Ronny Nicole etwas gelöst, hoffe ich. Und er war in Training, hè. Und da bin ich froh, dass Ronny Nicole da ist. Er kann gut spielen, linksfuß. Aber es sind noch einige Dinge zu lösen und wir müssen noch ein bisschen weiter gucken, weil mit 18 Spielern ist ein bisschen wenig, muss noch ein bisschen mehr Spieler dazu kommen. Aber man hat Zeit. Man muss auch keine Panik machen. Jeder Verein sucht noch 1 oder 2 oder 3 Spieler. Das ist normal. So geht das. Man muss auch ein bisschen geduldig sein, weil wenn man zu schnell ist, macht man auch nicht immer die richtige Wahl. So, dann ist es besser, ein bisschen eine Woche zu warten und eine gute Wahl zu machen. Oder? Denken Sie nicht. Wie ist der Stand bei Pavel David und Ivo Ulich jeweils? Ja, Ivo Ulich hat noch einen Vertrag und hat noch nicht gesagt, gegen mir, ob ja oder nein hat gesagt. So, ich warte noch auf eine Antwort. Ja. Normalerweise muss die Antwort schon einige Tage her gewesen sein, aber die final ja oder nein habe ich noch nicht gehört. Ja. Wie lange haben mit Sie Ulich. Geduld mit ihm? Bitte? Wie lange haben Sie mit ihm Geduld? Wie lange geben Sie ihm noch Zeit? Ja, ich habe doch keinen Termin gemacht damit. Aber diese Woche muss alles klar sein. Ne? Und mit Pavel habe ich. Pavel, David Pavel? David. Ja, habe ich heute Morgen gesprochen. Und dann muss ich noch mit überlegen und auch noch sprechen mit Ralf Minge. Und habe ich noch keine Entscheidung gemacht. Okay. Muss man auch geduldig sein. Ja, die erste Training kann man nicht so viel sagen. Sie haben gut getrainiert, sie haben gute Dinge gemacht. Aber ein bisschen. Okay, ich meine. So eine Training, wenn physisch alles in Dauerlauf ist und Ballberührungen nur 2 Kontakte ist, ist es ein bisschen schwierig nach einem Training zu sagen, hervorragend oder schlecht oder es war gut, war normal. Ich meinte mehr das Gespräch. Haben Sie vorher noch mit den neuen Leuten mal ein paar Worte gewechselt oder kommt das jetzt alles erst noch? Ich habe natürlich nicht mit allen Spielern schon Worte gewechselt, das geht ja gar nicht in einem Tag. Heute habe ich so viele Gespräche geführt. Und, ich habe von 9 Uhr angefangen, ja. bis 3 Uhr 30 und um 4 Uhr war Training. So, ich hatte keine Zeit, um einen normalen Lunch zu haben und Gespräche. Der erste Tag ist immer so, ist ein bisschen chaotisch. Aber ich habe viele Gespräche geführt, gute Gespräche geführt, wichtige Gespräche geführt. Auch mit dem Co-Trainer war auch gut. Und ich habe ein gutes Gefühl über den ganzen Tag. Und Ralf Minge hat den ganzen Tag für mich vorbereitet, hat er ganz gut gemacht. So, ich hatte hart arbeiten müssen heute. Danke, Ralf Minge. Hat er gut gemacht. Aber das ist wichtig, dass man den ersten Tag auch Entscheidungen macht, mit Spielern sprechen kann. Und jetzt natürlich habe ich mit 4 Spielern noch nicht gesprochen. Aber das werde ich diese Woche doen. Ich habe in einem Gespräch mit allen Spielern zusammen habe ich gesagt, diese Woche will ich individuell mit allen Spielern will ich ein Gespräch haben. Mhm. So diese Woche, so jeden Tag 2, 3 Spiele, 1:1 mit mir, ein gutes Gespräch haben und Ziele machen zusammen und dann jeden Tag 2, 3 oder 4 Spiele. Und dann am Ende dieser Woche habe ich hoffentlich mit allen Spielern 1:1 gesprochen. Nein, ich habe natürlich etwas im Kopf. Ich habe natürlich eine Philosophie
Aber festgelegt noch nicht, weil ich kann etwas festlegen, aber wenn das nicht marschiert, muss ich das ändern. So, ich muss gut angucken, wie das marschiert mit den Spielern, wie die Qualitäten sind. Und dann muss ich das noch angucken. Aber natürlich, normalerweise, ja, das kann ich noch nicht sagen, aber ich habe meine Philosophie in meinem Kopf. Heute sage ich nicht 4-3, 4-3, 4-4-2 oder 4-5-1, oder das sage ich heute nicht. Aber natürlich, in meinem Kopf ist das schon da. Und die Spieler wollen das auch in Training erfahren. Aber nochmals, ich glaube nicht, dass ein Team nur ein System spielen muss. Es muss möglich sein, mit einem Team 2-3 verschiedene Systeme zu spielen. Dann ist man stark, dann kann man auch etwas ändern taktisch, wenn wir ein Problem haben in das Spiel. Die Entscheidung vom Sächsischen Fußballverband, die ja vor ihrer Zeit lag, als Sie jetzt gehört haben, dass die Spieler, diese drei Spieler jetzt erstmal gesperrt sein werden zu Beginn der Saison? War ein Schock. Es war natürlich schlechte News. Ich verstehe nicht so gut, warum die Spieler die Strafe bekommen. Die Spieler haben noch nichts zu tun damit. Es ist eine neue Saison. Die Spieler haben Chance, um erste Mannschaft zu spielen. Und wenn sie die ersten 5, 6 Spieler nicht da sind, dann kriegt ein anderer Spieler die Chance. Und dann, das ist ja schade für die Spieler, weil sie viele Kompetenzen haben, Qualitäten haben. Und die ersten 6 Wochen sind sie nicht da. 5, 6 Wochen, aber weil es 2, 3 Spieler vom zweiten Mannschaft, glaube ich. Aber die fangen später an. Aber was haben die Jungs damit zu tun? So, der Verein ist natürlich schon bestraft. Die zweite Mannschaft ist bestraft mit 9 Punkten in Minderung. Das ist normal. Da sind Fehler gemacht. Da ist eine Strafe, Geldstrafe hat Dynamo bekommen. Das ist auch normal. Und dann ist klar. Aber ich verstehe nicht, warum die Jungs, wenn der Trainer sagt, morgen muss ich spielen, dann muss die Spieler doch spielen. Ich kann doch nicht versagen. Dann kann er doch nicht sagen, nein, Trainer spielt nicht. Der Spieler weiß das ja gar nicht. So, Dynamo hat in der Organisation Fehler gemacht. Und die Spieler haben nichts zu tun mit den Fehlern. Und die Spieler, sportlich gesehen, wurden sie bestraft für etwas, was sie nicht falsch gemacht haben. Die Spieler können nichts zu tun. So, ich hoffe, dass man vernünftig ist und dass man sagt, okay, für einen Vergreif kann man nicht 3 oder 4 Strafen bekommen. Ne? Erste Straf, 9 Punkte Minderung, ist normal. Zweite Straf ist Geldstraf, ist normal. Aber die Straf individuell für die Spieler, glaube ich, muss man doch da oben noch überlegen. Ne? Ich meine, die Spieler, es ist nicht nur für die Mannschaft, es ist schlimm für die Mannschaft, es ist schlimm für den Trainer, für die Mannschaft, für Dynamo, aber es ist ganz schlimm für die individuell, für die Spieler. Sie haben nichts zu tun mit das Problem. Zu Ihnen nochmal, haben Sie jetzt schon eine Bleibe gefunden? Wohnen Sie noch im Hotel? Wie geht es bei Ihnen weiter? Haben Sie sich schon ein bisschen einrichten können? Wann sind Sie gekommen? Ich bin Samstag gekommen, weil ich bin Samstag um 8 Uhr in Dresden reingefahren, weil 8.45 Uhr war Holland gegen Russland. So, da habe ich angeguckt. Und natürlich, die nächste Frage von die Presse ist, warum hat Holland verloren? Das ist ganz einfach. Die beste holländische Coach arbeitet nicht für Holland, aber für Russland. Ich dachte für Dynamo. Nein, das ist nicht so. Nein. Guus Hiddink ist der beste Coach in der Welt. Jeder Mal hat er das so mit holländische Mannschaft gemacht, mit PSV Eindhoven gemacht, den Europapokal gewonnen. Und dann hat er mit Australien gemacht, mit Korea gemacht. Immer, wenn er da ist, ist er erfolgreich. So, kann man sagen, er hat immer Glück. Warum trainiert er Holland? Das geht ja gar nicht. Er hat zweimal Holland trainiert. Ja, und? Ja, hat zweimal Holland trainiert und jetzt hat er andere Dinge in seinem Kopf. Und natürlich verdient er in Russland viel, viel mehr Geld dan in Holland. Das ist auch so. Qualität bezahlt man. Ne? Aber Guus Hiddink ist so groß. Er hat immer Erfolg. Ich habe irgendwo gelesen, er hat immer Glück. Aber ich glaube nicht, wenn man immer Pech hat, hat man ein Problem. Wenn man immer Glück hat, dann hat man Qualität, hè? Oder? Das ist unglaublich. Dieser Mann hat mit PSV Europapokal gewonnen. Jedes Mal Meister in Holland mit PSV. Und dann hat er mit Korea Halbfinale gespielt. Korea! Ja. Hat ja nie Halbfinale gespielt. Wo ist Korea jetzt? Oh, EM geht nicht. aber Halbfinale gespielt. Australien ist auch. Hätten die Italiener nicht noch einen Elfmeter gekriegt in der Nachspielzeit? Ja, ja. Totti den reingehauen. Und dann auch natürlich, was er jetzt mit Russland macht, ist doch großartig. Dieses Mann ist
ist der beste Coach im Welt. Und das ist das Problem für Holland. Okay, danke. Okay, danke.